Wenn Frau Merkel dereinst geht, welchen Schaden wird sie hinterlassen? Ich spreche dazu mit Dr. Markus Krall. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Ross. Ja, wir hatten uns ja, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal über die Merkel-Schadensbilanz unterhalten, aber das war ja noch ein Kindergeburtstag zu dem, was jetzt hier in uns allen ansteht. Beispielsweise der Schaden aus der Krise, habe ich mal gelesen, eine halbe Billion oder was mit Schuldenaufnahmen und so weiter. Wie sieht das da aus, Ihrer Meinung nach? Also, ich glaube nicht, dass eine halbe Billion ausreicht. Wir hatten ja vor 2 Jahren uns in der Tat über die Schadensbilanz der Kanzlerschaft Merkel unterhalten. Die Rechnungen, die dazu angestellt worden sind, waren nicht von mir, sondern vom Kollegen Stelter. Damals hat sich das schon auf etliche Billionen aufsummiert gehabt. Und diese Schadensbilanz damals war vor allen Dingen durch politische Fehlentscheidungen auf unterschiedlichsten Ebenen, eigentlich auf fast jeder möglichen politischen und wirtschaftspolitischen Ebene hervorgerufen. Jetzt haben wir eigentlich gesehen, dass selbst auf diesen Megaschaden, der damals berechnet worden ist, mit vielen Billionen schon, man noch eins draufgesetzt hat und eigentlich ja, dem Land die Möglichkeit genommen hat, sich innerhalb des bestehenden Systems zu erholen. Was meine ich mit innerhalb des bestehenden Systems? Damit meine ich unser Geldsystem. Wir haben unser Geldsystem durch die Expansionspolitik, die Corona-Politik quasi überdecken sollte. Also wir haben einerseits diese Corona-Politik gemacht als Land bzw. als Kontinent und alles stillgelegt, alle Leute nach Hause geschickt, alle in Kurzarbeit geschickt, die Produktion unterbrochen, die Lieferketten schwerst beschädigt. Und all das haben wir übertüncht mit dem Drucken von Geld. Die Geldmenge dehnt sich schneller aus als je zuvor. Sie hat sich in den 18 Monaten der sogenannten Corona-Krise im Euroraum etwa verdoppelt. Ja, wir liegen jetzt so kurz vor der 8 Billionen Euro Zentralbankbilanzgrenze der EZB. Und wir hatten mal vor 20 Jahren mit 700 Milliarden angefangen, also mit weniger als 10% dessen. Ja. Und dieser Schaden, der am Geldsystem angerichtet worden ist, der wird jetzt dafür sorgen, dass wir ohne eine massive Inflation aus dieser Sache nicht mehr rauskommen. Diese massive Inflation wird zu gigantischen Umverteilungsströmen führen, zu Altersarmut, zur Enteignung von Nominalvermögen, zum Kaufkraftverlust von Arbeitnehmern in der breiten Masse. Das setzt jetzt schon ein. Die Leute merken es auch. Die offizielle Statistik, die es dazu gibt, ist leider noch, wie soll ich sagen, sie reflektiert es nicht. Man könnte sie als falsche Statistik durchaus bezeichnen. Moment, ich muss das mal gerade stimmen. Man könnte sie als falsche Statistik bezeichnen. Und das wird also leider nicht so sein, dass wir quasi aus einer eigenen Kraftanstrengung dieses Land oder auch diesen Kontinent aus dieser Krise herausführen könnten. Ja, maßgeblichen Einfluss hat ja unsere Bundeskanzlerin mit verschiedenen Dingen, also kompletter Fehlallokation, kann man sagen, von Milliarden und auch Billionen. Wenn wir beispielsweise nur den gesamten CO2-Komplex nehmen, wo also unsinniges Steuergeld zum Teil rausgeworfen wird und wir in eine Form von Planwirtschaft übergehen, wo Elektroautos sozusagen begünstigt werden und andere einfach nicht mehr weitergebaut werden. Ja, also man hat im Grunde genommen unter dem Stichwort Förderung ist natürlich ein wunderschönes Wort, viel schöner als Subventionen. Ja. Subventionen, da weiß jeder, das ist die Belohnung fürs Versagen. Ja. Also wenn eine Sache subventioniert werden muss, dann heißt es, sie kann sich am Markt nicht durchsetzen. Das heißt, derjenige, der diese Sache anbietet, hat eigentlich eine Fehlinvestition getätigt, der hat versagt und die Subvention verhindert, dass er dafür ökonomisch bestraft wird. Jetzt haben wir keine Subventionen mehr, wir haben nur noch Fördermittel. Davon aber mehr als genug. Fördermittel sind natürlich nur ein Euphemismus für Subventionen und so läuft es hier auch. Die Menge an Mitteln, die der Staat aufwendet, um umzusteuern, um nach eigenem Gutdünken und nach dem Wissen, sozusagen nach dem angemaßten Wissen der Politiker, die Wirtschaft zu steuern, diese Menge an Mitteln wird immer größer. Sie wird dadurch größer, dass der Staat uns direkt besteuert und diese Mittel dann irgendwo einsetzt. Und sie wird auch dadurch größer, dass der Staat Dinge ja quasi mit irgendwelchen Vorteilen versieht, mit Steuervorteilen oder indem er die Konkurrenzprodukte höher besteuert und bestraft und alles Mögliche macht, um dem Marktmechanismus, der die beste Lösung finden könnte, um den auszuhebeln.
Was wir also haben, ist, wir haben keine Marktwirtschaft mehr, in der die Millionen und Abermillionen von Konsumenten darüber entscheiden, was sie wollen und was gut für sie ist, sondern wir haben eine Staatswirtschaft, in der Politiker es sich anmaßen, es besser zu wissen als die Konsumenten, darüber zu entscheiden, was gut für sie ist. Und sie machen das unter dem Vorwand einer Klimapolitik. Und jeder, der rechnen kann und jeder, der Prozent rechnen kann, weiß, dass dieser Vorwand im Grunde genommen eben genau das ist, nur ein Vorwand, weil Deutschland mit 1,7% am weltweiten CO2-Ausstoß das Klima überhaupt nicht beeinflussen kann. Und Deutschland hat da auch keine Vorbildfunktion, gerade im Gegenteil. Die anderen Länder lachen über uns. Sie lachen Deutschland aus, insbesondere ja. In China und in anderen Ländern. Es wird also nicht so sein, dass Deutschland, dass am deutschen Klimawesen die Welt genesen wird. Am deutschen Wesen ist schon 1914 nicht die Welt genesen. Am deutschen Klimawesen wird sich auch nicht tun. Und diese Vorbildfunktion, von der da immer geschwafelt wird, die existiert nicht. Sondern was hier passiert ist, dass man dem deutschen Volk, der deutschen Volkswirtschaft und den deutschen Leistungsträgern eine unbezahlbare Rechnung aufbürdet. Und das passiert durch Leute, die, wie soll ich sagen, Wasser predigen und Wein trinken. Woran erkennt man die? Die machen das Benzin teurer, aber sie fahren einen Dienstwagen. Sie erzählen den Leuten, dass sie Elektroautos fahren sollen oder, wenn sie sich die nicht leisten können, auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen sollen, aber selbst fahren sie 8-Zylinder gepanzerte Limousinen. Ja, und so machen sie es in jedem Teilbereich. Sie im Prinzip, man kann auch nicht mal sagen, dass sie Wein trinken. Es ist mehr Schnaps, was sie trinken, und während alle anderen Wasser trinken sollen. Und die Besteuerung und die Belastung der Bürger nimmt dabei Formen an, die immer unerträglicher werden. Und die Frage ist, wann der Bürger davon genug hat. Ja, offensichtlich wird ja durch die Medien immer wieder neu darauf vorbereitet, wie toll das alles ist, dass aber er, der Bürger, die Zeche am Ende selbst zahlt. Also jetzt gerade durch diesen CO2-Komplex, ständig wird das Benzin teurer, gefühlt alle 3 Monate, um das Klima zu retten. Ich meine, diejenigen, die Grünen wählen, ich meine, rechnen können sie offenbar nicht, die zahlen es ja selbst an der Kasse, an der Theke und beim Tanken. Das Interessante ist, dass die Leute den sprachlichen Trick der Politik nicht durchschauen. Wenn ein Politiker sagt, wir fördern etwas oder wir unterstützen etwas, dann meint er damit immer, ihr bezahlt das. Das ist das, was er wirklich sagt. Ihr bezahlt das, nicht wir fördern. Der Politiker, der geht immer her und sagt, ja, wir unterstützen das, wir bringen auf den Weg, wir machen möglich. Gar nichts macht der Politiker möglich. Was der Politiker tut, ist, er zwingt andere Dinge zu bezahlen, die er für richtig hält. Und diesen Unterschied zwischen dem, was die Politik wirklich bewegen könnte aus eigener Kraft, was nämlich eigentlich gar nichts ist, und dem, was dann andere bezahlen sollen, diesen Unterschied, den kapieren die meisten Leute nicht, weil sie diese sprachliche Differenzierung nicht verstehen. So sieht es aus. Kommen wir nochmal zurück zu Frau Merkel. Irgendjemand hat mal gesagt, sie hat also den größten möglichen Schaden angerichtet hier in diesem Land, den es überhaupt je gab. Würden Sie diese These unterstützen? Also für Friedenszeiten gilt der Satz mit Sicherheit. Und wenn wir jetzt einen neuen kriegen, Herr Laschet, wird er so weitermachen? Haben Sie irgendeine Hoffnung, dass die Wahl was bringt? Ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass die Wahl was bringt, weil unabhängig, wer an der Stelle vorne dran steht, haben wir eine politische Klasse, die davon lebt, diesen Umverteilungsmechanismus nicht nur am Leben zu erhalten, sondern auf immer neue Höhen zu treiben. Und mit Umverteilung meine ich jetzt nicht die soziale Umverteilung, dass es denen gegeben wird, die es wirklich brauchen, sondern mit Umverteilung meine ich dieses ständige neue Aufgabenfelder suchen und denen geben, die am lautesten schreien. Und dass diese Staatsräson quasi, diese Existenzräson der politischen Klasse, die überhaupt nur darauf beruht, dass das so ist, die geht nicht dadurch weg, dass an der Spitze jemand ausgetauscht wird. So sieht es leider aus. Ein trauriges Fazit. Wir sind sehr gespannt. Nochmal der Hinweis auf Ihr neues Buch Freiheit oder Untergang. Da werden diese Themen auch angesprochen. Der Link gleich hier unter dem Tube und natürlich unser Telegram-Kanal MM News offiziell. Dr. Markus Krall, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Ross.